So, jetzt rede ich aber auch die ganze Zeit ins Mikrofon, damit es aussieht, als würden wir extrem live berichten. Ist nicht so, als würde ich das alles rausschneiden. Da wäre so ein weiteres Spektrum an Angeboten auch etwas besser. Also, dass mehr berücksichtigt wird und einfach noch mehr auf Minderheiten eingegangen wird. Wir sind aktiv unterwegs und suchen Menschen, die mit uns quatschen wollen. Wie wichtig findest du Communities oder Spaces wie zum Beispiel BookTok oder Instagram Spaces, um die Repräsentation von LGBTQ+-Identitäten weiter zu verbreiten? Auf dem Ruhr Pride sind aktuell ganz schön viele Menschen. Es ist sehr viel los, es ist volles Programm. Wir haben gerade nachmittags ca. 15.30 Uhr und die Stimmung ist gut. Die Leute sind glücklich, sind alle gut drauf. Schön hier! Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Junge Presse Podcast. Heute, wie man unschwer an den Nebengeräuschen erkennen kann, sind wir mal nicht in unserem altgewohnten Podcast-Studio, sondern unterwegs beim Ruhr Pride in Essen, hier am 3. August 2024. Und ja, wir wollen einfach mal mit den Leuten ein bisschen quatschen, gucken, was hier so die Stimmung ist. Und das große und ganze Thema dieses Podcasts nennt sich Repräsentation von LGBTQ+-Identitäten in Medien, passend natürlich zur jungen Presse. Ja, ich würde sagen, ich schaue einfach mal, was so los ist, was so die Leute, wie die Leute so gut drauf sind und mal gucken, ob wir hier mit jemandem quatschen können. Also, haben wir unsere ersten Menschen erstmal, wie heißt ihr? Ich bin Tim. Ich bin Gina. Ich bin Caro. Okay, freue mich, euch kennenzulernen. Also, wir haben einen Podcast. Die heutige Podcast-Folge nennt sich Repräsentation von LGBTQ+-Identitäten in Medien. Und ich würde einfach mal gerne eure Meinung zu ein paar Fragen wissen. Zum Beispiel, wie authentisch sind denn eurer Meinung nach beispielsweise Darstellungen von LGBTQ-Personen oder Gruppen in heutzutage Medien? Also es müssen auch nicht Filme sein nur, sondern auch, keine Ahnung, in der Zeitung oder so. Was meint ihr dazu? Ich finde, insbesondere in den Cartoons ist es deutlich besser geworden. Also so mit Kurosami in Legend of Korra angefangen, jetzt insbesondere She-Ra, The Owl House und so auch, weil die Creator da auch wirklich hinterstehen. Und das ist schon echt sweet geworden, finde ich. Also da bin ich schon ein sehr großer Fan von. The Dragon Prince auch. Sehr, sehr nice. Ich finde es auch gut, vor allem auch in den Serien, dass es dort natürlich ist. Also nicht dieses Aufgesetzte, wo nicht die queere Identität da das Main-Thema ist, sondern da schon total normalisiert ist. Das finde ich sehr gut, wie das da übernommen wird. Ja, ich bringe einen neuen Punkt mit rein. Ich habe im letzten Jahr recht viele Podcasts gehört und so. Und da gibt es mittlerweile auch richtig gute und die mir echt persönlich viel geholfen haben. Ja, das finde ich toll. Kannst ja auch unser Podcast hören. Ja, vielen Dank, dass ihr meine Fragen beantwortet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Hi, ich bin Marie von der Jungen Presse. Wir machen einen Live-Podcast zum Thema Repräsentation von LGBTQ-Medien in Medien. Und wir würden gerne ein paar Leute Fragen stellen. Habt ihr Lust mitzumachen? Ja, let's go. Okay, wie heißt ihr beide? May. Ich heiße Red. Inwiefern tragen Medienplattformen wie beispielsweise BookTok oder so zur Akzeptanz von und Verbreitung von LGBTQ+-Identitäten eurer Meinung nach bei? Also denkt ihr, ist es gut, dass es sowas gibt? Wie sehr hat es die Community so beeinflusst? Wie auch immer. Also ich finde, man konnte sich so mehr frei entfalten, ohne dafür gejudged zu werden, so beurteilt zu werden von der Außenwelt. Ja, deswegen, das gefällt mir sehr. Gebe ich recht. Ich habe nichts dazu zu sagen. Okay, hättet ihr Lust auf noch eine Frage? Ja, gerne. Wie authentisch sind eurer Meinung nach aktuelle Darstellungen von LGBTQ+-Menschen oder Communities in Medien? Also ist das so gemeint wie Stereotypen? Ja, beispielsweise oder, keine Ahnung, dass Schauspieler gecastet werden, die auch selber queer sind oder so. Also authentisch, wie ich das Wort verstehe, ist einfach nur so, wie wahr das ist, also wie glaubwürdig das ist, aber ich verstehe jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, wenn die selbst sich so aus... Das ist über die Jahre geworden. Ja. Das hat sich über die Jahre ja sehr verbessert. Ja. Und wie wichtig denkt ihr auch, dass es zum Beispiel ist, dass
beispielsweise, was ich gerade meinte, zum Beispiel, dass queere Schauspieler auch queere Charaktere spielen, oder seht ihr das eher so, dass jeder jeden Charakter spielen könnte? Also ich persönlich, ich finde, jeder kann jeden spielen. Die Person muss nicht in echt so schwul sein, um einen schwulen Charakter zu präsentieren. Ja. Finde ich persönlich. Okay. Ja. I agree. Okay. Sehr gut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Euch einen schönen Tag noch. Auf dem Ruhr Pride sind aktuell ganz schön viele Menschen. Es ist sehr viel los, es ist volles Programm. Wir haben gerade nachmittags ca. 15.30 Uhr und die Stimmung ist gut. Die Leute sind glücklich, sind alle gut drauf. Schön hier. Ja, hi, ich bin Anna, meine Pronomen sind sie, ihr. Hi, ich bin Freddy und meine Pronomen sind er, ihm. Wie findet ihr den aktuellen Umgang mit Homophobie und Diskrimination in den Medien? Also wie findet ihr die Berichterstattung über so etwas und denkt ihr... wie findet ihr den aktuellen Umgang mit Homophobie und Diskrimination in den Medien? Also wie denkt ihr, wird darüber berichtet und was meint ihr, könnte man vielleicht besser machen? Also ich finde, da wird sehr wenig darüber berichtet. Gerade aktuelle Fälle werden in den Medien gar nicht bis kaum aufgearbeitet. Es gibt, wenn dann nur in einschlägigen Sachen, also klar, bei linken Sachen, bei linken Zeitungen findet man das eher, in der allgemeinen Presse ja kaum bis gar nicht. Ja, ich finde auch, da muss mehr aufgearbeitet werden und vielleicht mehr, ja, detaillierter berichtet werden und vielleicht dann nicht nur oberflächlich, sondern wirklich auch mit den Betroffenen sprechen. Ja, dankeschön erstmal. Hättet ihr Lust auf noch eine Frage? Ja. Wie findet ihr, haben Plattformen wie beispielsweise BookTok oder andere Social Media, Hashtags, Untergruppierungen dazu beigetragen, LGBTQ-Themen weiter zu fördern und mehr auch an die Allgemeinheit zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade im Bereich BookTok gibt es da viele Leute, die so einen Weg geöffnet haben, einfach um das mehr in die Allgemeinheit zu bringen. Ich arbeite selber in der Bibliothek, deswegen sehe ich da auch das Ergebnis dann, auch wie es am Ende rumkommt. Aber auch da muss immer noch mehr Arbeit gemacht werden, auch innerhalb, dass man sich mal selber hinterfragt. Auch im BookTok sind viele, die sehr toxisch sind, die Rassismen vertreten und Diskriminierung weitertragen. Da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Ja, also ich finde, man findet dadurch auf jeden Fall mehr queere Medien und schneller. Gerade wenn man so nach Queer Books sucht oder Queer Bookstagram oder Queer BookTok, da findet man schon schnell Ergebnisse. Aber es sind wirklich sehr viele Ismen da auch immer noch vertreten und ich glaube, da wäre so ein weiteres Spektrum an Angeboten auch etwas besser. Also, dass mehr berücksichtigt wird und einfach noch mehr auf Minderheiten eingegangen wird. Sehr cool. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Wie wichtig findest du Communities oder Spaces wie zum Beispiel BookTok oder Instagram Spaces, um die Repräsentation von LGBTQ+-Identitäten weiter zu verbreiten? Ja, das finde ich wichtig. Ja. Denkst du, das ist in den letzten Jahren mehr geworden mit Repräsentation oder? Ja, schon. Aber ich finde trotzdem, dass es trotzdem mehr Diskriminierung gibt heutzutage als vor ein paar Jahren. Ja. Also im Vergleich zu mehreren Jahrzehnten gibt es natürlich mehr Repräsentation und mehr Toleranz, aber im Vergleich zu jetzt vor 5 oder 10 Jahren gibt es, glaube ich, mehr Diskriminierung heutzutage und weniger Safe Spaces für die Community als heutzutage. Okay, ja. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war's schon. Ja. Also erstmal, wie heißt du? Lisa, hi. Und unser Thema des heutigen Podcasts ist LGBTQ+-Repräsentation in Medien. Und wenn es okay für dich ist, würde ich dir einfach mal eine kurze Frage stellen und deine Meinung gerne zu ein paar Themen wissen. Hört sich gut an. Okay. Wie wichtig findest du es, dass LGBTQ+-Identitäten und Charaktere authentisch und real in Filmen und anderen Medien dargestellt werden? Also ich finde das genauso wichtig wie die Repräsentation von allen anderen Sachen in Medien. Es dient halt einfach zur Normalisierung von Sexualitäten, damit es einfach mehr akzeptiert wird und als normal angesehen wird. Ja. Und wie findest du zum Beispiel so Online-Spaces, die so über queere Themen reden, beispielsweise Instagram-Communities oder so? Auf TikTok, also bist du da auch so in so Spaces drin oder eher so außenstehender? Also eher außenstehend zuschauend. Ich finde sowas cool, einfach zum Platforming, so Leute, die sich austauschen. Sowas geht, finde ich, manchmal sehr leicht in die Extreme über,
Das finde ich ein bisschen kritisch. Aber das ist eigentlich bei allen großen Thematiken so, wenn sich viele Leute mit einer Meinung irgendwo sammeln. Aber an sich finde ich das einfach ein schöner Ort, wo man sich austauschen kann. Und was ist so deine Meinung, wie heutzutage in beispielsweise Nachrichtenzeitungen oder anderen Nachrichtenplattformen mit Homophobie und Diskriminierung, wie darüber berichtet wird? Um ehrlich zu sein, also Zeitung kann ich gar nichts sagen, ich lese gar keine Zeitung mehr, total peinlich, aber in anderen Medien kriege ich sowas gar nicht mehr mit. Also ich finde momentan, mit all den anderen Krisen, die momentan halt existieren, einfach ist das so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Ich finde, das ist momentan gar nicht so das große Thema. So, hier ist nochmal Marie aus dem Podcast-Studio. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, eine Abmoderation zu drehen. Deswegen kommt sie jetzt hier ein paar Tage später. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und es war okay mit der Audioqualität. Passiert halt, wenn man live versucht, etwas aufzunehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Diesen Podcast gibt es auch auf beispielsweise YouTube, Apple Podcasts, Spotify, auf jeder möglichen Podcast-Plattform und natürlich in unserem Online-Magazin, dem Youth Mag. Ja, ich würde sagen, dann wir hören uns. Bald kommt der nächste Podcast.